Servus, hi vom Samstag. Bin da gerade dabei, im Axel alles so flachdichtend umzubauen, hier die Kupplungen. Jetzt waren hier so dumme ORFS-Dichtungen drin, Einschrauber drin. Ich habe die jetzt tauscht gegen 15L. Das ist gut genug. Nee, ohne Scheiß. Also, das ist eine gängige Größe, wenn da mal irgendwas verreckt. Schäder sind schon echt da. Ich hab gedacht, naja, komm, Gabel 27er Schlüssel. Wird schon fest. Ihr kennt es bei der Hydraulik. Vielleicht ist es neu geklebt. Ja, immer. Vielleicht ist es neu geklebt oder neu gammelt, wie auch immer. Ich bin draufgegangen, normaler Gabelschlüssel aufbogen, Ringschlüssel runtergerutscht. Danke, Snap-on. Einmal kurz Batsch, Batsch. Das Ding war offen, ist zwar Schrott, aber ist ja egal, kommt eh raus. Muss man echt mal Danke sagen. Das heißt Danke. Ich habe dafür zahlt. Aber das ist ein sehr wichtiges Werkzeug mittlerweile hier. Für solche Sachen. Und ja. Ihr seht, den Greifer haben wir umgebaut. Den Specht machen jetzt zwei neue Schleich, weil die ziemlich zerfickt sind. Oder beschädigt. Und ja. Meine Samstagsbeschäftigung. Wir haben heute schon ein paar andere Sachen da, haben schon einen Reifen gemacht. Und lauter solche Sachen. Hof ein bisschen angefangen zusammenzukehren. Ja, so ein Großgeschäft halt. Was man Samstag macht. Jo. So viel mal dazu. Danke wieder fürs Zuschauen. Bis morgen, Sonntag. Ja. Ja, herzlich willkommen vom Montag. Der David ist gerade dabei, den Motor hier einmal in die Grabewalze. Endlich haben wir noch Zahnriemen gewechselt. Ja. Ich bin ja gerade Fehlersuche machen den JCB-Radler hier vom Ding, Abel. Macht Klima, macht da Probleme. Wir sind da gerade bei, das rauszufinden. Ich bin der Relais-Brick, dann ging es. Den Riemen noch spannender, vielleicht einen neuen Riemen drauf machen. Schauen wir mal. Und der Wolf, der baut uns Tische. Die kann ich euch nachher mal zeigen, wenn wir fertig sind. Ja, jetzt schauen wir mal, warum hinter das Relais. Ich kann es euch hier auch kurz zeigen am Schaltplan. Irgendwas Zeigestock hier. Also wir haben hier diese Kontrolleinheit, diese hier, und die gibt einen Strom aus hier auf das Relais, das schaltet eigentlich nicht durch, und hier an dem Kompressor, also der Kompressor geht, wir haben es vorhin mal gebrückt mit einer Brücke hier, den Arbeitsstrom, das ging dann, aber wir haben hier keinen Steuerstrom, entweder gibt es hier kein Signal aus. Oder ich muss mal hier noch entlang gucken, was da AC-Switch und Thermostat-Switch. Also muss ich mal gucken, was es da damit noch auf sich hat. Ja, wenn ich Fehler gefunden habe, würde ich mich melden. Genau. Probleme.
So, Damen und Herren, herzlich willkommen vom Sonntag. Mal wieder ein Sonntag, wo ein bisschen normal verläuft. Wir haben jetzt endlich mal wieder Zeit, sowas Sonntags zu machen. Mit der GoPro habe ich gerade wieder eingerichtet, dass es wieder geht, mit der zu filmen. Mich haben wir wieder ein bisschen für meine YouTuber quasi. Ich muss sagen, ein bisschen da zu sein. Ja, war jetzt die letzte Zeit, war auch viel fort. Hatte ja viel zu tun und so. Ich versuche, dass jetzt hier alles ein regelmäßiger wird. Jo, genau. Was können wir machen? Gehen wir mal kurz über den Hof eine kleine Runde. Oder was ist das, eine Runde? Was halt so gewesen ist. Neue Bus. Kennt ihr ja schon mittlerweile. Den Bagger haben wir hier gerichtet. Ein paar Reparaturen dran. Zum einen der Hubzylinder abdichten, wo man eine neue Kolbenstange braucht. Genau, haben wir Zylinder abdichtet auch noch komplett, weil die das leicht aufgerieben. Und ein neuer Zylinderschutz ist noch hingekommen, weil der auch nicht vorhanden war mehr. Da muss man gucken, vorne ist auch undicht. Wir vermuten, was könnte sein, dass er entweder hier rausdreht. Das ist alles ölig da, aber hier oben ist jetzt trocken. Ja, ist der Zylinder an sich undicht wahrscheinlich. Ja, sieht man, dass hier zur Dichtung rauskommt. Ich habe vermutet, dass hier an der Schweißnadelriss war, weil es auch hier oben war das Öl, aber und der hier auch einen Dart schon mal abbekommen hat. Aber nee, Zylinder an sich undicht. Ja, hier ist 1000 Stunden. Bisschen blöd. An so einem Bagger, dass jetzt schon zwei Zylinder undicht ist. Naja, aber anscheinend hat er von der Kraft her schon ganz ordentlich. Hier, Baggerbesen, haben wir jetzt eben bestellt oder gekauft. Im Simon, gerade zum Hof und so, sagen wir mal so. Das ist schon eine Veränderung sichtlich. Ich weiß nicht, wie gut ihr es auf der Kamera seht. Hier ist ungeputzt, hier ist geputzt. Das wird auch mal eine Samstagsaktion, hier der Hof sauber runter zu putzen, obwohl er wahrscheinlich Radlader braucht, weil da relativ viel Material zusammenkommt. Weil der schiebt dann der Besenlader irgendwann nämlich. Ja, genau. Hier noch kurz Kundebagger, wollte ich mal noch abholen. Die Bomagwalze ist zu verkaufen. Die Ameise werde ich wahrscheinlich auch verkaufen, weil wir sie eigentlich nicht wirklich brauchen. Muss man was dran richten, der Hubzylinder ist schon noch undicht. Da hat man noch abdichten müssen. Hier ist die Motorhaube drin, was wir gestern lackiert haben, mein Bruder. Da wollte ich heute eigentlich auch noch kurz rüber, aber ja, sehr da dann auch das Ergebnis hier. Neue Gummikette, Kunde für drei Bagger. Ein Bobcat, ein Kubota und zwei Kubota, ein kleiner Kubota, ein großer Kubota. Und hier ist Schlauchpressematerial und Schlauchmaterial, um irgendwann einmal sichten müssen. Und dann hier in den Bus reinkommt, dass wir dann da quasi so eine Art Hydraulikbus draus machen. Aber da müssen wir zuerst den Motor richten und. Also eins ums andere. Sonst, ja. Die Flasche steht noch so da, den werde ich da wahrscheinlich auch verkaufen. Kaufen wir da dafür ein großes Plateau und kann dann alles im Plateau fahren. Auch mein 9-Tonner, so ein Plateau mit Einfahrrampen wahrscheinlich. Ja, gehen wir mal in die Werkstatt rein. Geht's weiter. Ich werde vielleicht dann auch ein Spezial machen, gerade vorparkmäßig. Meinen neuen Bus vorstellen. Ja, genau. Ich will auch mal noch meine Mitarbeiter alle vorstellen, dass die sich kurz vor der Kamera liegen lassen, sich kurz zwei, drei Worte dazu sagen. Ja, irgendwann mal. Wenn sie mal Lust und in der Zeit ist. In der Werkstatt sieht es wie folgt aus. Raube steht noch drinnen, die wird am Montag voll fertig. Da hat es ein bisschen Probleme gegeben beim Einbau. Nichtsdestotrotz bekommen wir auch alles hin. Hier kommt jetzt dann der Ball rein. Oder kommt jetzt als nächstes rein. Der macht Lichtmaschinen so Probleme. Hier an der Kiste ist ein Schlauchplatz. Da kommen wir nicht hin, wir müssen zuerst den Kübel da runterbringen. Da bin ich gespannt, wie wir das machen.
Der Kamerad hier wird auch bald fertig sein. Montag, Dienstag wahrscheinlich. Dann fahren wir zum TÜV. Und ja, lassen voll abnehmen. Und dann voll mal vielleicht eine kleine H-Zulassung, wenn es möglich ist. Ja. Das ist alles Motorsache von dem Unimog und hier von dem Bagger. Da warte ich immer noch vergeblich auf den blöden Kabelbaum, dass wir dann wieder richten können. Ja, hier die Raupe. Die Ramax. Warten wir noch auf Ölwanne, die einen Riss. Das haben wir erst im Wolleeisen einlupfen, haben neue Zahnriemen drauf gemacht, haben neue Lüfterrahmen so drauf gemacht, wollte sie rauflupfen, dass sie da wieder so ein kleines Rissle. Und dann haben wir da ein bisschen dran poolt und ja. Natürlich richtig durchgerissen. Ja, mit dem Stapler. Da wissen wir auch nicht, wie wir da weitermachen. Da haben wir jetzt mal alles zerlegt und liegt irgendwo auf der Werkbank oder wo liegt denn das Zeug? Kann ich euch da mal zeigen. Der hier wird auch defekt verkauft, also wenn jemand Interesse dran hat, könnt ihr euch gerne melden bei mir. Der wird verkauft. Kunde hat mir den Preis gesagt. Ja, wir werden wieder Zaun machen. Uns zum Kunde wieder bringen, wenn hier niemand kauft. Ja. Ja, genau, hier stand diese Kupplung. Da habe ich ja schon mal ein kleines Video drin gehabt. Hier, wie ihr sehen könnt. Na, wo ist denn? Da ist eine Scheibe dabei, die sind echt. Sieht wirklich gut aus, auch die Belagscheibe und so. Hier ist immer mehr Belag drauf, also. Alles Äpfel. Da haben wir nicht aber. Ja, sonst nächste Woche, wie gesagt, hat schon der, die Raupe muss fertig werden. Schon der Raupe. Das soll auch fertig werden, das sind die Projekte, der auch. Projekt für nächste Woche. Gucken, wie der Basti wieder unterwegs ist mit Wirtgen. Ich bin morgen auch für Wirtgen und für der Glutzbücher unterwegs. Einmal neue Klima. Riemen drauf machen an einem Bagger, in Glotzburg, an einem Volvo-Bagger und einmal ein Ding, ein Klimaservice an einer Walze von der Firma Wirtgen aus in Heilbronn drunter. Ja, das war's eigentlich so im Großen und Ganzen von den Neuheiten, was wir so alles sehen, was man macht in der letzten Zeit. Ich hoffe, dass ich wieder ein bisschen mehr filmen kann, ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob ich Zeit drauf habe, ob euch das so gefällt oder ob ich das so drin lassen soll. Das mache ich vielleicht mal in Insta eine kleine Umfrage. Ja, ich schneide jetzt das Video und dann wieder viel Spaß beim Zuschauen. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und jetzt wieder hoffentlich regelmäßiger. Dankeschön, ciao.